Zu Geschäftsordnung, Abgeordneter Kickl, Gruppermann. Herr Präsident, es ist eine offenkundige Tatsache, dass hier zu einem Thema gesprochen wurde, das nicht Gegenstand der laufenden Debatte ist. Das hat der Kollege Hanger, ohnehin ein fragwürdiger politischer Charakter, gerade hier gemacht. Und Ihnen als Vorsitzenden ist das völlig wurscht, was aus dem Sektor der Österreichischen Volkspartei ganz vorbei an den Gepflogenheiten dieses Hauses gemacht wird. Sie tragen in diesem Amt eine Verantwortung und kommen Sie dieser Verantwortung gefälligst auch gegenüber dem ÖVP-Sektor in diesem Haus nach. Ansonsten sollten Sie den Platz da oben räumen. Und noch etwas. Abgeordneter Möginger zur Geschäftsordnung. Sie sind fertig. Abgeordneter Möginger, wenn Sie zur Geschäftsordnung etwas zu sagen haben, sagen Sie zur Geschäftsordnung. Sie haben lang genug Zeit gehabt. Gerade Sie sind es, der immer in ganz besonderer Art. Beruhigen Sie sich. Ich unterbreche die Sitzung, bis Sie wieder beruhigt haben. Der Nationalratspräsident kann die Sitzung unterbrechen. Das hat er jetzt auch gemacht. Jetzt. Ich unterbreche die Sitzung. Herbert Kickl verlangt offenbar eine Kurzstehung der Präsidiale. Wolfgang Sobotka will das nicht. Er wird die Sitzung gleich wieder fortsetzen. Zur Geschäftsordnung, Herr Abgeordneter Kickl, Klubobmann. Ich nehme die Sitzung wieder auf, ja, dass es korrekt ist. Ja, Herr Präsident, es passt nur ins Bild Ihrer Vorsitzführung und es bestätigt alles das, was ich vorher gesagt habe. Noch etwas ist wichtig. Sie haben in der Öffentlichkeit als Präsident des Nationalrats den Abgeordneten Hafenecker attackiert. Sie haben ihm den Vorwurf gemacht, dass er zu spät eine Meldung gegenüber dem Parlament abgegeben hätte. Sie wissen, dass diese Meldung überhaupt gar nicht verpflichtend und vorgeschrieben ist. Sie wissen, dass Hafenecker selber die betroffenen Mandatare informiert hat. Und jetzt frage ich Sie, Herr Nationalratspräsident, welchen Beleg haben Sie dafür, den Abgeordneten Hafenecker in der Öffentlichkeit quasi als einen Superspreader, der am Beginn einer Infektionskette steht, darzustellen? Welchen Beleg haben Sie für diesen Vorwurf? Das möchte ich jetzt von Ihnen wissen. Sind Sie fertig mit Ihrer Wortmeldung zur Geschäftsordnung? Dann